Hey, willkommen zurück, Herr Donnerstag. Heute möchte ich dir beziehungsweise die drei krassesten Eigenschaften mitgeben, die Frauen ganz zuverlässig in die Flucht schlagen. Das heißt, wenn du diese Eigenschaften dein eigen nennst, dann ist es kein Wunder, dass du Probleme mit Frauen hast. Vor diesen Eigenschaften solltest du aufpassen, solltest dich selbst dahingehend untersuchen, ob du in diesen Eigenschaften lebst und dich dann dementsprechend auch verändern, um den Erfolg bei Frauen zu haben, den du dir wünschst, um regelmäßig Frauen zu treffen, um eine Freundin zu finden, etc. pp. Jetzt geht's los mit Grund Nummer 1 und das Negativste, was du wohl haben kannst, ist genau das, nämlich Negativität. Menschen, die negativ sind, sind wie ein Magnet. Also, du kennst ja Magnete, ja? Man hält die zusammen und die stoßen sich ab. Und genauso wirken negative Menschen auf fast alle anderen Menschen. Ja, das ist nicht nur ein Frauending, das ist auch ein Menschen-Allgemein-Ding. Wenn du ein negativer Mensch bist, wenn du negativ bist, dann wirst du Frauen super zuverlässig abstoßen, aber auch eben andere Menschen. Also wenn du dich wunderst, hey, warum habe ich keine Freunde, warum habe ich keine Freundin, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Fokus sehr aufs Negative gerichtet ist. Ja, und hier hörst du schon, dein Fokus ist sehr aufs Negative gerichtet, das bedeutet, dein Fokus kann auch aufs Positive gerichtet sein. Du kannst das verändern. Das heißt, wenn du die ganze Zeit rumläufst und immer bist wie, oh nein, wieso habe ich das und das nicht, wieso geht es mir so schlecht, das ist so unfair, ich möchte das, aber habe ich nicht, wieso habe ich keine Freundin, wieso haben alle anderen eine Freundin, wieso hat der mehr Geld als ich, wieso ist das besser bei dem als bei mir ist alles schlecht. Wenn dein Hauptfokus in deinem Leben negativ ist, wenn du dich hauptsächlich auf negative Dinge fokussierst oder auf Dinge, die du nicht hast, dann wirst du eine Art Ausstrahlung haben, eine Energie haben, die andere Leute ganz zuverlässig, vor allem aber Frauen, abstößt. Das Beste, was du haben kannst, ist eine positive Energie zu haben, eine wertschaffende Energie, Spaß, Freude. Das zieht Frauen an wie Motten das Licht, wie Licht die Motten, so rum. Negativität ist einer der krassesten Faktoren, die dafür sorgen, dass dein Leben immer weiter runtergeht, obwohl es vielleicht gar nicht so schlecht ist. Das ist ja das Krasse mit Negativität. Negativität ist nur eine Sichtweise. Das ist nicht mal unbedingt wahr. Das ist einfach nur deine Sichtweise und du hast es dir vielleicht über Zeit angewohnt, negativ Dinge zu sehen. Das ist eine Angewohnheit. Ja, du hast dir für ganz lange Zeit immer wieder Fragen gestellt, wo negative Antworten die Antworten darauf waren. Du hast dir negativ fokussierte Fragen gestellt und hast dann negative Antworten bekommen. Ja, unser Verstand ist ganz großartig, weil die Frage, die wir ihm stellen, darauf findet er auch eine Antwort. Wenn du dich also immer wieder fragst, warum habe ich keine Frauen oder warum verdiene ich es nicht, eine Freundin zu haben, dann wird dein Verstand dir genau dafür Antworten liefern. Wenn du dich aber fragst, wie könnte ich es schaffen, eine Freundin zu bekommen, dann wird dein Verstand dir auch dafür Antworten liefern, auch wenn das vielleicht nicht sofort passiert. Das heißt, es ist immer die Frage, was sind die Fragen, die du dir regelmäßig stellst? Worauf fokussierst du dich? Und wenn du dich viel auf Negatives fokussierst, dir viel negative Fragen stellst, dann wirst du Frauen zuverlässig abstoßen, mehr als mit jeder anderen Eigenschaft, die du haben kannst. Die zweite Eigenschaft, von der wir reden wollen, ist Opferhaltung. Ganz viele Leute, auch viele Männer, sind in der Opferhaltung. Opferhaltung bedeutet dieses, ich kann nichts dagegen tun. Ich bin ein Opfer der Umstände. Im Sinne von, oh nein, ich habe keine Freundin, aber das kann ich ja sowieso nicht ändern, weil ich kann halt nicht flirten und man kann das nicht lernen und das wird sich auch niemals ändern. Ja, Opferhaltung und Negativität, das geht natürlich miteinander einher, aber Opferhaltung ist nochmal so ein spezielles Ding. Ich habe auch in meinem Buch Die Zeus-Methode darüber geschrieben, über das Thema Opferhaltung. Und wenn du dein Leben in der Opferhaltung lebst, wenn du immer denkst, du kannst nichts verändern oder Dinge sind einfach so und du hast keinen Einfluss drauf, dann nimmst du dich selbst als unglaublich schwach wahr. Ja, du hast das Gefühl, ich kann hier nichts verändern, ich kann gar nichts beeinflussen, dabei kannst du absolut alles verändern und absolut alles beeinflussen. Du kannst einen riesen Einfluss auf die Dinge nehmen, gerade darauf, wie du die Dinge siehst, hatten wir eben schon mal. Positiver Fokus gegen negativen Fokus. Opferhaltung ist eine der ekligsten und abstoßendsten Sachen für Menschen, weil wenn man mit jemandem zusammen ist, der so in einer Opferhaltung ist, dann hat man irgendwie immer das Gefühl, man müsste sich um den kümmern, so als könnte der nicht alleine überleben. Und eine Frau sucht halt kein Kind, um das sie sich kümmern kann, sondern einen Mann, mit dem sie ein Kind machen kann, um das sie sich dann kümmern kann. Aber sie will nicht einen Mann, um den sie sich kümmern muss. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn du zum Beispiel aus deinem Elternhaus rausgehst, mal von deiner Mutter dich abkapselst, nicht sofort in die nächste Beziehung mit einer Frau gehst, zusammenziehst und eine Familie gründest, weil dann hast du halt nie gelernt, auch mal auf eigenen Beinen zu stehen. Auf eigenen Beinen stehen heißt eben auch genau das, auf deinen eigenen Beinen stehen ohne eine Frau. Ja, kapsel dich von deiner Mama ab, aber dann geh nicht direkt mit der nächsten Mama in eine Beziehung, die alles vorkocht und sich um dich kümmert, sondern lerne erstmal auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist ganz wichtig. Nichts ist unattraktiver als ein Mann, der das nicht kann. Und deswegen Opferhaltung, einer der schlimmsten Sachen überhaupt, wenn du sagst, hey, das ist einfach blöd, dass es so ist und ich kann es nicht ändern, ich habe keine Kontrolle darüber, dann bist du in der Opferhaltung. Überprüf mal deine Lebensbereiche, überprüf mal dein ganzes Leben darauf, wo bist du in der Opferhaltung und ändere das, beziehungsweise stell dir eine positive Frage und überlege, hey, wie könnte ich das denn ändern oder was könnte ich denn daran ändern? Und die dritte Eigenschaft ist Unauthentizität oder sowas wie Arroganz.
Also in dem Moment, wo du so tust, als ob, oder versuchst, cooler zu sein, als du bist, so der coole Typ, oh, schaut mich an, meine geilen Ferraris und mein Geld und ich bin so cool und ja, ich, ja, das berührt mich alles gar nicht, ich bin emotional so cool drauf, ja, schaut mich an, ja, ja. Ja, in dem Moment, wo du das hast, wo du unauthentisch bist, wo du arrogant bist, das ist auch wunderbar, um Frauen ganz zuverlässig loszuwerden. Es gibt ja auch wieder Frauen, die sich von sowas angezogen fühlen. Das sind meistens kaputte Frauen, Frauen, die selbst mega viele Probleme mit sich selbst haben. Und glaub mir, mit solchen Frauen möchtest du nicht in eine Beziehung kommen. Wobei es manchmal vielleicht hilfreich ist, mit solchen Frauen in eine Beziehung zu kommen, weil sie dir dann ordentlich den Arsch versohlen und du dann vielleicht aufwachst und mal merkst, hey, ich muss hier mal was ändern. Nichts stößt Frauen zuverlässiger ab als ein Mann, der so tut, als ob. Und Frauen, und das ist ja das Witzige, merken das. Es ist so, als hätten Frauen so, ich weiß nicht, ob du Guardians of the Galaxy 2 gesehen hast, wo Mantis diese Fühler hat, mit dem sie Gefühle von anderen Leuten wahrnehmen kann. So kannst du dir Frauen vorstellen, die haben diese Fühler und mit diesen Fühlern können sie die Gefühle von anderen Leuten wahrnehmen und genau, die verstehen genau, wenn du so tust, als ob. Ja, die haben da so Fühler für. Das merken die sofort. Du kannst Frauen nichts vorspielen, ja? Nur dummen Frauen vielleicht. Also Frauen, die noch nicht so viel Erfahrung haben mit Männern allgemein, also die jungen Frauen vielleicht, jungen und dummen Frauen, kannst du das vielleicht vorspielen, aber das sind die wenigsten. Ja, das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Deswegen sei einfach gleich du selbst und hör auf, irgendwelche komischen Rollen zu spielen von irgendwelchen coolen Typen, die du vielleicht mal im Fernsehen gesehen hast, die du aber gar nicht bist. Du musst nicht so tun, als wärst du cool. Wenn du aufhörst, so zu tun, als wärst du cool, bist du cool. Ja, also nochmal, du musst nicht so tun, als wärst du cool. Wenn du aufhörst, so zu tun, als wärst du cool, bist du cool. Okay? Leute sind nicht deswegen cool. Also Leute sind deswegen cool, das heißt auch entspannt, weil sie sie selbst sind und nicht, weil sie tun, also tun, als wären sie jemand anders. Na, cool, entspannt sein. Über das Thema du selbst sein habe ich schon mal ein Video gemacht, sehr interessant und auch sehr kontrovers. Das verlinke ich dir am Ende des Videos nochmal fix. Also die drei Sachen nochmal. Erstens Negativität, dritte Sache war unauthentisch sein und zweite Sache, weil ich es gerade kurz vergessen habe, muss ich das einmal umstellen. Zweite Sache war Opferhaltung, also Negativität, zweite Sache Opferhaltung, dritte Sache, wenn du unauthentisch bist oder arrogant. Diese Eigenschaften solltest du ablegen, wenn du deinen Erfolg mit Frauen verbessern willst. Geil, dass du dabei warst. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose private Beratungssession anmelden bei mir und unten rechts in der Ecke kommst du zu dem Video, was ich eben erwähnt habe, in dem Video über das Thema, solltest du du selbst sein? Oder es ist einfach nur ein blöder Hinweis. Schau es dir an, wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich, dich dabei zu haben. Bis dahin, ciao.